Wir sind zur Audienz bei Harald Glöckler eingeladen, denn der Modeschöpfer hat heute wirklich Wichtiges mitzuteilen. Er hat jetzt offiziell den Startschuss gesetzt zur Vorbereitung aufs nächste Dschungelcamp. Ich bin gerade dran, einen ganzen Stab zu bilden von Leuten, von Social-Media-Beratern über PR-Beratern, über Personal-Trainer, Ärzte, Ernährung, Schönheitsdocs, Ernährungsberater, Mental-Trainer, Survive-Trainer, alles. Ich bin ein Perfektionist. Wenn ich was mache, mache ich das immer 1000%. Der Glöckler will im Dschungel den Kakerlaken und Schlangen zeigen, wer hier der wahre Prinz des Urwalds ist. Und den Zuschauern will er natürlich was fürs Auge bieten. Naja, ich möchte einfach richtig toll, richtig gigantisch aussehen. Kann da mal eine Prüfung kommen, wo ich oberkörperfrei sein muss? Ja, da muss es ja hammercool sein, ja? So. Und eine Prüfung, in der Mann obenrum frei ist, würde erst richtig sexy, wenn man mit stahlharten Brustmuskeln glänzt. Deshalb werde ich auf jeden Fall jetzt auch schon mal meinen Arzt konsultieren und gegebenenfalls auch ein paar Brustimplantate machen. Weil es gibt natürlich eine Stelle, die zeige ich nachher gleich mal, die ist ein bisschen schwierig zu trainieren und die ist auch ab einem bestimmten Alter schwierig hinzubekommen. Um welche Stelle geht's denn jetzt genau? Das ist schon alles ganz gut hier oben, das ist schon, aber hier ist die Stelle, hier ist die Stelle, wo es schwierig wird. Da könnte ein bisschen was sein, aber ich habe es schon ganz, ganz ordentlich trainiert, also da ist schon, ja, das ist schon ganz, ganz gut, aber hier hätte ich gern noch mehr. Ja, dieses lästige Älterwerden, so sah Glöckler vor über 25 Jahren aus, bevor seine Welt schillernd und pompös wurde. Es folgen ab 1997 größere Lippen, Fettabsaugungen, Haartransplantationen und. Nicht alle Teile an ihm werden 56 Jahre alt. Dass er auch mit Ü50 noch glatt als Tarzan im australischen Dschungel durchgehen könnte, zeigt er 2017 bei einem Nacktshooting. Wenig später setzt er dann auf weniger künstlich im Gesicht. Trotzdem bleibt er den Schönheitschirurgen bis heute treu. Denn er ist und bleibt eine Kunstfigur. Stellt sich nur die Frage, wie kommt ausgerechnet er ohne Cremchen und Schminke im Dschungel zurecht? Ja, dann hat man halt mal 15 Tage keine Cremes. Deshalb gehe ich ja zum Arzt, lass mir das Gesicht so botoxen und so mit Hyaluron unterspritzen, dass da weder sich etwas verändert, verschiebt, noch eine einzige Falte kommen kann. Na, auf den pompösen Dschungel freuen wir uns jetzt schon. Auch wenn wir finden, dass der Glöckler auch ohne weitere Spritze doch schon spitze aussieht.